take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go ahead and get her. The minute you let her under your skin. Und ich bin ja jetzt in Maler, in Malerenergie. Aber wie gesagt, ich male nicht so viel. Also jetzt habe ich jetzt diesen Kübel gekauft. Ich habe nicht genug Farbe gehabt. Das ist, glaube ich, was ist das? 10 Liter, denke ich, ja. Und das ist mir rausgegangen. Da habe ich gedacht, ich kaufe und nachher gehe ich gleich malen. Aber das, hier habe ich letztes Jahr gemalt, überall. Also weiß, Boden auch alles gemalt, Silberfarbe. Da, also der Treppe sieht ganz anders aus, wenn es weiß ist. Hier unten auch gemalt. Und jetzt mein neues Projekt. Jetzt bin ich da bei der Heizung. Und das sieht so traurig und dunkel aus. Jetzt habe ich schon angefangen. Das war eine ganz dunkle Wand. Und wie gesagt, abdecken und nachher malen irgendwie so, ist sehr streng, also malen ganz Tag, also ich könnte es nicht, ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr streng, Ufer haben, man muss mehrmals, weil es deckt nicht zuerst und muss recht viel Farbe und vor allem hier ist nicht weiß vorher, jetzt geht es hier weiter, langsam, also Schritt für Schritt, nicht langsam, geht schon relativ schnell. Weil ich auch fleißig immer bin. Aber jetzt habe ich heute Farbe geholt und sonst so viele Sachen eingekauft. Jetzt mag ich auch heute nicht mehr malen. Morgen früh alles wieder weg, Schutz. Und da wird es verschoben. Und dann nehme ich morgen diesen Mann. Das ist es recht groß. Freue mich, ich habe einen neuen Keller. Und nachher die Farbe, der Boden. Vorher hat dieser Boden so ausgesehen. Das ist schon ein Unterschied. Und Boden ist fast einfacher zu malen als Wand. Das wird nachher auch so in Silberfarbe, Silbergrau, sehr schön. Sieht gut aus, das habe ich jetzt vor, glaube ich, 2 Jahren gemalt. Da kann man neu bald streichen, aber sieht immer noch super aus. Die Treppe kann ein bisschen nach, da laufen wir viel, aber sieht wirklich gut aus. Ein bisschen Farbe und selber machen und nicht teuer. Freue mich. Tschüss. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Da 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 da. Hey Jude, don't let me. So, jetzt haben wir Halloween gehabt und es ist Herbst. Ich habe da schöne Astern. Da ist mein Halloween-Zeug. Ich habe dieses Jahr nicht viel gemacht. Muss ich zugeben. Immer noch bescheiden. Die leuchten. Wurde cool. Und da habe ich eine Ecke mit Halloween. In Spanien und der blaue Kugel, ganz cool. Und diese Maske sieht ganz süß aus.
Oj. Ah, det var cool. Disse blaue ting da, det er svikke. Åh, oh, det var det sys. Oj, jeg synes min kjellkrøt litt rufganger da. Hei, hvis jeg skal mat, hva? Hæ? De tjukk mis blaue kugel da. Det tar Halloween da. Geistig. Det er ikke. Så er det til sjukker. Skild i skratine. Du får sin bitte slokker, at han i dag benytter seg pizza litt. Det er ikke et Halloween. Wow! Kaskelose. Lysen prosecco, bier og skjøn gehert. Down, you have found her, now go and get her, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in, hey Jude, begin, you're waiting for someone to perform with. Hey Jude. Så skjer Hepsonne. Åh, Hepsonne går råkka. Han har vitt det understrømt. Det er så bra. Det må sikre om garten kjøpt. Garten er feit. Tjus. Benytte Bixi. Mitt kopp. Tjus. Hei. Så, jetzt habe ich ganz viel gemalt. Ich höre immer wieder male. Und jetzt, also nicht Bilder, sondern Wände und im Haus und draußen. Jetzt habe ich da gerade eine ganz große Wand gemalt. Es geht von da bis da nach hinten. Ich habe hier etwa 20 Chinchillas. Und es ist recht dreckig geworden. Und jetzt habe ich alles super neu gemalt. So schön und so frisch. Ich freue mich. Also keine Flecken, gar nichts. Und ich habe überall im Haus jetzt auch alle Flecken entfernt. Und es sieht super aus. Da, also bis da war das notwendig. Hier ist nicht mehr schmutzig. Aber jetzt bin ich so, jetzt wieder so frisch, wenn ich hochkomme. Und da kann ich Flecken, das hasse ich. Und jetzt frisch und schön. Tschüss. Aber es hat mir eine Woche gedauert. Ich male nicht so gern viel auf einmal. Nimmt recht viel Kraft. Also ein Teil so ein Stück zu malen und nachher wieder neu Papier drauf zu tun und schieben. Und ich habe immer ein Teil gemalt und dann die Plastik. Gelassen, einen Tag, das getrocknet hat und nachher weggenommen und dann wieder verschoben. Also 4 Tage habe ich gebraucht. Und immer wieder neu abgedeckt. Das nimmt schon ein wenig Zeit. Und nicht Stress, das ist nicht angenehm am Malen. Tschüss!
Jetzt geht's los. Letzter Teil. Das sind meine Malsachen. Damit ich keine Flecke bekomme. Tschüss. So, meine Kleidung. Und jetzt bin ich bereit für Malen. Alte Unterwäsche, hängige Sachen da. Und ein alter BH, Sport-BH. Wenn es Flecken drauf kommt, ist es nicht so schlimm. Tschüss. Da habe ich herausgefunden, ich bin immer barfuß. Da habe ich so ein nasse, alte T-Shirt. Am Schluss trockne ich mich ab. Nicht, dass da Flecken. Zuerst habe ich einmal Flecken bekommen. Auf dem Boden. Schieß mir an. Nasse Flecken. Und nachher habe ich Steinplatten, die teuren Steinplatten. Die Toilette, jetzt habe ich eine Lumpe. Also nachdem, dass ich hier gearbeitet habe, wird der Boden zuerst die Füße da gewaschen. Also abgetrocknet, da diese T-Shirt brauche ich für den Körper. Tja. Und ich bin fertig. Sieht toll aus. Habe ich mir auch abgewaschen, ein bisschen habe ich noch. Lumpe, super, altes T-Shirt. Schon wieder gewaschen, bereit für morgen. Ich muss da ein bisschen schön machen noch. Tschüss! Da liegen meine Kleider warten, ziehe ich diese wieder aus und wieder die alten Kleider an. Tschüss!